Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Aufnahme spielt mit Evil Dynasty. Und zwar ist Folgendes passiert: Ich habe die letzte Runde aufgenommen, die Qualität war echt bedauerlich. Und zudem habe ich vergessen, das Mikro zuzuschalten, wie das da manchmal so ist. Ja, wir haben einen neuen Mitarbeiter, den habe ich gestern angeworben, ihn hier, den Reinhold. Und der ist jetzt zugewiesen in der Scheune. Ja, dann habe ich die Steuern bezahlt und hier die kleine Näherei aufgebaut und habe dabei auch gleichzeitig die, wo ist sie denn? Kleine Tasche hier gebaut. Die bringt uns hier unten 3 Kilo mehr Tragkapazität. Ja, das ist im Prinzip so passiert. Das war nicht gewollt, aber manchmal ist es so, kann man nicht ändern. Ja, was steht für diese Folge an? Für diese Folge wird anstehen, dass wir ein paar Bärchen sammeln, diese dann auch verkaufen. Nehmen wir was in der Hand. Genau, geht es dann doch schneller. Diese verkaufen werden, ein bisschen auf der Map unterwegs sind. Einfach mal schauen, was um uns rum liegt. Wir waren ja jetzt hier hinten in diesem, im Winter. Dann sind wir ja hier übers Wasser gekommen. Wir waren noch gar nicht da hinten. Wir waren noch gar nicht da und da und auch nicht hinter Denika. Das werden wir heute in Angriff nehmen. Dafür brauchen wir ein bisschen was in der Tasche, was Geld betrifft, weil es könnte ja mal sein, dass wir etwas finden, was wir gebrauchen könnten. Das heißt, vielleicht finden wir ein Werkzeug oder keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall mal, ja, ich würde sagen, einfach mal schauen, was so los ist. Und unterwegs können wir auch gleich mal das Journal öffnen. Alvins Geschichte, was geht es denn da weiter? Weiter auf den nächsten Sommer, alles klar. Und was war hier? Große, ja, die haben wir auch noch nicht. Bin ich noch nicht zugekommen, tut mir leid. Können wir parallel, wenn wir sowieso rumlaufen und uns noch ein Tier vor die Flinte läuft, sozusagen. Ja, dann versuchen wir das dann damit zu machen. Aber ich habe es leider zeitlich nicht geschafft, das Ganze anzugehen. So. Wir nehmen uns schon mal unsere Holzspeere mit. Die brauchen wir mit Sicherheit. Alle beide. Den, den und den. So, da haben wir 4 Stück. Schon mal besser wie nichts. Die legen wir uns hoch. Die legen wir uns dann auch gleich aus. Auf die 2. Und das haben wir Fähigkeiten. In Überleben. Da sind wir hier voll. Das war das Essen. Richtig. Ja, dann gehen wir hier wieder auf Gesundheit. 10% mehr Gesundheit. Jawohl. Nehmen wir. Und dann gehen wir mal los. Wir gehen jetzt einfach, hier wäre ja Denika, hier ist dieses Gebirge. Ne? Ja, das ist ziemlich weit raus. Dann gehen wir mal nach hier rüber. Oder nach Rolnica, ja, oder dahin. Hier oder hier. Also erstmal Richtung Denika, würde ich sagen. Das wäre dann nach dort. Und jetzt laufe ich auch mal ein bisschen weiter nach oben. Vielleicht kommt uns hier ein Wolf entgegen. Das fände ich ziemlich stark. Denn 3 fehlen uns noch. Aber wenn man jetzt so im Frühjahr hier so schaut, es sieht schon sehr gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Junge, Junge. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, ob er hier unten die Felder bestellt. Wo ist er denn überhaupt? Ja, er ist da irgendwas am machen. Gut. Ach so, genau. Damit ihr wisst, was er da macht. Habe ich die Felder einmal so belegt. Gehen wir drauf. Hier die Zwiebeln, die habe ich besorgt. Karottensamen habe ich besorgt. Jeweils 5. Dünger 20. Habe dann hier noch 6 Kohl reingemacht. Und hier in dieses Feld ist ein Problem. Dieses Feld ist falsch. Da sollte nämlich eigentlich Kohl hin. So mit O. So war es richtig. Annehmen. Und jetzt ist da auch Kohl drin. Genau. So sollte es sein. Alles klar. So, dann schauen wir mal, ob uns hier ein. Was ist das? Ein Fuchs? Ja, du kannst machen, was du möchtest, mein Freund. Du musst keine Angst haben. Zu dir wollen wir nicht. Wir wollen. Ich habe es im Gefühl, dass wir einen Wolf sehen und da drehe ich mich rüber und da ist er.
na, Freund. Puh, da haben wir aber Glück gehabt. Noch einer irgendwo? Nein. Wir nehmen aber lieber mal unsere ja, unreifen Bären bestimmt nicht. Wegerich. Wir müssen Wegerich besorgen. Cool, den ersten hätten wir schon mal. Da fehlen noch zwei. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Zusammen machen wir das. Wie habt ihr das denn eigentlich gemacht? Habt ihr euch auf ein Tier beschränkt? Also gesagt, ja, ich jage heute nur die Wölfe, weil ich weiß nicht, wo die so rumspringen. Das, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Also wenn ihr da, vielleicht wusstet ihr das ja, wo die sind. Ich weiß es nicht. Aber mich würde es halt interessieren. Seid ihr losgelaufen? Habt ihr die Tiere nach der Reihe gemacht oder einfach auf gut Glück? Schreibt es einfach mal in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Wäre cool. Und ja, bin gespannt darauf, wie ihr denn das ganze Thema angegangen seid. So, mein Freund, Speer raus. Wie viel haben wir denn jetzt zusammen? Wir drei, ne? Oder? Mach ich denn da? Ne, vier haben wir. Okay. Okay. Aber ein Wolf allein? Ich dachte, hier wären vielleicht noch zwei, drei andere wegen Rudeltier und so weiter. Aber, tja, so ist es nicht. Lalalala. Lalalala. So, weiter geht's. Müsste ja hier hinten, wenn ich richtig bin. Ach, herrje, ich laufe nach hier unten, da will ich doch gar nicht hin. Also einmal darüber. Da will ich doch gar nicht hin. Aber auch eine schöne Ecke hier. Ach, das läuft weg. Das muss ich machen, wenn ich einen Bogen habe. Das ist dann doch besser. Ein Wolf ist okay. Aber. Ach, na Füchschen, wo willst du denn hin? Ja. Ich will dich doch gar nicht. Ich möchte einen Wolf. Also, möchte ich nicht. Ich muss es machen. Weil das Spiel sagt, du musst es machen. Jetzt bin ich ein bisschen. Och, jetzt stehe ich genau vor dem Ding. Aber macht nichts. Wenn wir jetzt praktisch in die Richtung gehen, also laufen wir einmal drumherum, dann kommen wir dahin, wo ich hin möchte. Also von daher ist alles gut. Nichts passiert. Aber ich dachte, hier gibt es vielleicht noch mehr Wölfe. Oder es gibt Wolfgebiete. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber uns wird schon früher oder später noch einer über den Weg laufen. Muss ja. Schön. Auch das Gebirge sehr, sehr schön. Wenn es ein Hase gewesen. Also er ist noch da, aber man sieht ihn nicht, weil er hinter den Büschen sitzt, der Kleine. Ist denn hier kein Wölfchen da? Wo ist denn hier ein Wolf? Was ist hier los? Rehe und ein Hirsch. Das möchten wir aber nicht. Wir möchten Wölfe. Also da weggehuscht. Bestimmt ein Fuchs. Das Geräusch von denen immer. Cool. Ein Hirsch. Hallo Hirsch. Und tschüss. Denn von dir möchte ich nichts. Also wirklich nur ein Wolf. Ich dachte ja, wir würden jetzt hier noch ein bisschen mehr sehen. Aber, ne. Pustekuchen. Okay. Der halbe Frühling. Auch schon wieder rum. Laufe ich denn jetzt noch richtig? Ja. Ich laufe noch richtig. Ach, Rasimir. Du bist schon ein Kerlchen. Baust dir eine kleine Dynastie auf. Ja. Kann man machen. Muss man aber nicht. Oh, wie ist da hinten Licht? In der Entfernung. Sieht das gut aus. Sieht das gut aus. Echt Hammer. Hammer.
Aha, wer ist denn da? Da wieder der Hirsch. Unten steht ein Reh. Ist ja schon schön, wenn die hier so durch die Karten oder über die Karte laufen, ne? So durchs Bild flitzen. Echt, das ist wirklich schön. Mal nicht so alleine wie er hier. Aber kein Wolf. Den ich jetzt schon langsam mal erwarten würde. Aber nix da. Ist aber auch echt kein einziger. Tja, kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Wir gehen jetzt hier. Ach, hier ist ja schon das Dorf. Jetzt gehen wir hier hoch. Trinken noch vorher Wasser am Wasser. Schwuppdiwupp. Jawoll. Ne. Das war nix. Aber wie voll beladen sind wir denn? Inventar. Bop, bop, bop. 20 Kilo. Wir können noch Bärchen sammeln. Ist da hier zufällig ein Strauch? Nee, ne. Nix. Okay. Was Messer in der Hand. Kann ja sein, dass hier noch einer kommt. Tada. Glück des Tüchtigen. Oder des Dummen, in diesem Fall wahrscheinlich des Dummen. Ach ja. So. Toll. Wie haben wir denn jetzt? 159, das ist ja gar nichts. Ich dachte, ich hätte 300. Komme ich auf 300? Was weiß ich. Was weiß ich. So, hier ein paar, hier sind noch ein paar. Zack, zack, zack. Sehr schön. Ja, bin mal gespannt, was es da gibt. Was man uns verkaufen kann. Ich hoffe doch, irgendetwas wirklich Sinnvolles, wo wir erst in gefühlt 100 Jahren hinkämen. Weil arg viel Geld habe ich eh nicht dabei jetzt. Beziehungsweise Sarasi hat nicht genug, um irgendwas Hochpreisigeres zu kaufen. Aber vielleicht gibt es ja schon etwas, was uns verbessert. Hier noch. Hier sind noch Bärchen. Hier. Wo waren die denn? Irgendwo. Ist hier schon echt einfach immer durchgehen, ne? Man denkt, man hätte alles und dann steht da auf einmal Bären. So wie hier, da dachte ich, hätte alles. Nee, Stock nicht. Den Stock, den brauchen wir nicht. Aber wir haben jetzt ziemlich alles weggeholt, was hier hing. Nee. Nächste. Jetzt aber, ne? Es sieht so aus, als hätten wir alles, sonst gibt es hier keine mehr, oder? Stand da jetzt? Den Birkenzweig brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. So, ihr Lieben. Ein neues Dorf. Ja, guten Tag, guten Tag. Da hinten. Halt, stehen geblieben. Stopp. Wir möchten dir verkaufen. Und zwar möchten wir dir verkaufen, hier das Fleisch kannst du bekommen. Hier Bären, komm, den Pelz kriegst du. Birke kannst du auch haben. Jetzt haben wir 352. Wow. Oh, hier gibt es den besseren Bogen. Aber 700. Das wären noch viele, viele, viele Bärchen. Langbogen gibt es hier auch schon. 500. Hölzerner Speer und Steinspeer. Nee, du, danke, aber nee, nix, nix. Da ist auch noch einer. Gucken wir bei ihm nochmal. Theobald, ich grüße dich, mein Freund. Oh, Spitzhacke, 440. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir uns die hier einfach kaufen. Axt ist nicht so wichtig da oben. Eine Spitzhacke, komm, machen wir. Hier, weg. Ich hole mal kurz Nachschub. Bin gleich zurück, mein Freund. Dann möchte ich aber auch die Spitzhacke, also halt sie zurück. Verkauf sie nicht dem laufenden Folge. So. Ja, gehört leider Gottes dieses Mal dazu. Aber ihr müsst euch das nicht immer anschauen.
Ich mache das auch, wenn es passt, schon offscreen und versuche schon ein bisschen Geld an den Start zu bekommen. Nee, nicht die Stöcke, was ist das mit Stöcken? Aber jetzt ist es halt, in dieser Runde muss es mal so sein. Aber es wäre jetzt echt doof, wenn wir die Dings nicht mitnehmen würden. Bären. Die Spitzhacke, weil ich denke, die macht uns einiges einfacher. Und wenn es die zu kaufen gibt, warum denn nicht? Da geht's weiter. Da geht es weiter. Immer schön die Bären. Ja, hier nochmal und hier. Aber auch hier kein Wolf. Ne? Ich dachte, das jetzt vielleicht mal, man läuft hier rum und auf einmal hat man Action. Aber ich bin gespannt, wenn die Banditen ins Spiel kommen, wie das dann angedacht ist. Oder sind die schon im Spiel? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube noch nicht. Aber wenn, dass man hier so rumläuft und überfallen wird, das ist schon spannend. Ne? Dass man auch kämpfen muss dann vielleicht, das finde ich gut. Was meint ihr dazu? Wenn ihr gut, wenn ihr wirklich offene Kämpfe, weil es ist ja so, dass diese, ach Fichtenzweige noch nicht, dass diese, ja, wenn das Jahr rum ist, hier, wie sagt man denn, Quests, nee, ich komme nicht aufs Wort. Ach, ihr wisst doch, was ich meine. Wenn das Jahr rum ist, Ereignisse jetzt, da steht ja nun Text da und die Auswirkung. Mich würde aber interessieren, ob das dann eben halt, wenn die Banditen kommen, ob die dann hier so rumlaufen, was weiß ich, man pflückt hier Beeren und auf einmal steht einer vor dir, ey, komm mal her, gib mir mal dein Zeug, also nach dem Motto, weil das wäre echt cool und dann könnte man halt kämpfen oder man gibt es ihnen, so dass man diese Wahl hat, auszuwählen, so und so und so, nicht übermäßig, ne, dass man jetzt sagt, hier alle 5 Meter kommt jetzt so ein Typ oder so eine Tante, wie auch immer, sondern dass das wirklich schon so ist, dass man ja das in einem gewissen Grad und einem gewissen Maß dann halt bekommt. Und das, ich finde das echt interessant. Was, schreibt mal rein, wie ihr das meint. Unten in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Das was wäre für euch oder nicht. Also ich fände es gut. Ich würde es interessieren, oh, 300 Bären. Echt ja gut. Oh, wenn die schon hier sind. Hier ist nichts mehr, auch nichts mehr. Ich muss ja trotzdem mal gucken hier, ne? Kann ja mal was vergessen haben. Nee. So, Theobald hieß er, der Gute, ne? Dann wollen wir mal zu ihm gehen. Schwupp. Theobald, mein Freund. Hier, ich habe was für dich. Nämlich das, was du unbedingt haben möchtest. Unreife Beeren. Bitteschön. So, 680. Spitzhacke. Wupp. Gekauft. 240 haben wir noch. Eisenpfeile. 6 Stück. Puh, das ist aber natürlich nichts. Komm, nehmen wir mit. Egal. So, jetzt sind wir wieder blank. Jetzt sind wir wieder blank. Ja, ich gehe doch. Tschüss. So, ihr kleinen Elfen und Elfinnen. Ich bin Rasi und jetzt bin ich weg. So, das heißt, wir laufen jetzt Richtung Denika. Ich nehme euch noch ein Stück mit. Ich würde sagen, gemütlich. Guck mal hier nochmal was Tal. Schön. Ist das nicht schön? Echt. Haben wir die Brücke da hinten, die kleine. Hier unsere Brücke, wo wir jetzt drüber gehen. Das sieht schon echt, echt schön aus. Schönes Spiel. Man kann es nur immer wieder sagen, ein wirklich schönes Spiel. Hier, wie der Fluss sich daher schlängelt um die Kurve. Echt klasse. Komm, bringt mir mal was. Wenn wir schon hier unten sind. Was getrunken? Welche Menü? Was möchte ich? Und dann isst noch mal etwas. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ja, nimm mal vorsichtshalber mal hier deine Speere. Ach, Wegerich. Wegerich. Ist denn hier kein Wegerich? Tatsächlich ist kein Wegerich. Aber ich habe es im Gefühl, da hinten ist ein Fuchs, dass wir einem Wolf begegnen könnten. Ah, ich lasse euch bis Denika, lasse ich euch dabei. Und dann gehen wir rüber in die nächste Runde. Ah, hier Wegerich. Wegerich.
Hallo, Herr Leger. So, wo ist denn der Rest? Hier. Zack. Oh, der mit dem Stock. Zweimal also mit dem Stock. Augenreine. Hier, zack. Zack, zack, zack. Ah, komm. Dann nimm deine Stöcke mit. Was du auch immer damit machen möchtest, ich will es gar nicht wissen. Da ist noch was. Jawohl, hier und hier. Ja, alles genommen, nur den Wegerich nicht. Du bist ein Kerl. Was war das? War das hier ein Hase? Ach, Emine. Hier steht aber alles auf einer Ecke. Zack, 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 zack. Wegerich. Da ist noch welcher. Dann nimm mit. Rasi. Hast du denn jetzt schon? Hast du schon? Entschuldigung. Entschuldige. Genau, den nimmst du auch noch mit. Ewig. 31 haben wir jetzt. Ah, 35. Ja, nimm den Stock mit. Ich weiß nicht wofür, aber nimm mit. Den kriegen wir nicht. Den Pets möchte ich nicht. Ich möchte hier den Ewig. Hier ist die Hitbox. Wie viel haben wir? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Hier stehen ja noch zwei. Wunderbar. 35, komm. Und einen für den Geschmack. Das reicht. Das reicht. Das reicht. Ja. Ja, ich und meine Intuition. Von wegen, wir begegnen einem Wolf. Ich habe es im Gefühl. Ich alles im Gefühl habe. Man sieht's. Komm, lauf mal hier hoch. War felsig, aber schön. Ach, was läuft denn hier? So, wir sind jetzt in Denica, ist nichts passiert. Danke, dass ihr zugeschaut habt und ich freue mich auf die nächste Runde mit euch. Bis dahin.